Und sehe mich aus meinem Bett raus. Und jetzt habe ich vier zu dir von meinem Krankenzimmer. Und sie machen diese riesige Plechte auf. Und auf einmal stehen wir draußen im Freien. Und ich sehe auf einmal, wo ich bin. Ich stehe am Rand von einer Rennstrecke. Ich stehe mitten in der Boxenstraße. Und da komme ich drauf, wer ich in meinem Traum bin. Ich bin ein Autorennfahrer, na klar. Und ich da im weißen Mantel, das sind keine Ärzte, nein. Das ist mein Team. Und sie schnappen mich und sie setzen mich rein. In mein Rennauto. Und ich rolle aus auf die Stadt Zügrode. Und ich hab's wieder geschafft, ich stehe ganz vorn. Erste Startreihe. Na, muss ich Mörder angedruckt haben im Quali-Training? Denke mir im Traum. Und ich schaue die lange Stadt Zügrode viere. Da war mir kann ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Geht's da vorne links oder geht's da vorne rechts? Aber wurscht. Ich werd's schon sehen, wenn ich dort bin. Denke mir im Traum. Ein Blick in den Rückspiegel und ich sehe, da ist keiner hinter mir. Und ich denke mir in meinem Traum, was ist denn das für ein deppertes Rennen? Aber wurscht. Ich halte den Mull auf Drehzahl. Und auf einmal, die Startampel, sie springt auf grün. Und heute habe ich ein wunderbares Verhältnis zu meinen Eltern, zu meinen damaligen Erziehungsberechtigten, jetzt wieder Eltern. Zu meinen Tati, zu meinen alten Herren. Wenn er jeden Samstag, da fährt er jeden Samstag, ob Sommer, ob Winter, mit dem Putzzeug und mit dem Tupflakdosel für seinen Mexiko-Käfer, runtergeht auf Straßen, aufpoliert, wo noch was zu polieren ist. Den Rest muss er eh mit Tupflack großflächig überpinseln, gell? Hallo, Tati, morgen, servus, grüß dich, geht's da, servus. Und ich habe ein wunderbares Verhältnis zu meiner Frau, zu Helga. Wo ist die endlich, wann kommt die endlich daher? Ah, da ist sie, die Helga, hallo. Ja, darf ich wussten, ist die Helga? Das ist meine Frau. Brauchst du nicht umschauen, da ist keiner. Alles nur gespült. Der Helga, meine Frau, das ist der Florian, das ist mein kleiner Bruder. Und das ist die Marie-Therese, das ist meine kleine Tochter. Sag mal, Helga, was ist das jetzt? Wieso zahlst du mir bitte wieder die Kinder mit oben auf Straßen? Ich meine, doch, die bleiben bei der Oma heute. Was wird denn das, ha? Mein Gott. Ja, was, Kalli, die Kinder wollen ein bisschen den Opa Autoputzen helfen. Ah, bei der Köthen ist intelligent. Okay, gut, dann tut's bitte den Opa Autoputzen helfen. So, okay, komm, Helga, fahr mal. Sag mal, Helga. Das ist aber jetzt nicht wahr. Was hast du da im Nylonsackel? Hat da jetzt meine Mutter wieder Äpfel angetragen? Jetzt hast du mich jetzt wieder. Und ich kann es jetzt auch da reinzahlen, nicht? Gut, aber ich habe eh keine Zeit, dass ich mich ärgere, weil wir haben es nämlich ziemlich eilig. Heute ist nämlich ein ganz, ganz besonderer Tag. Heute ist nämlich der letzte Samstag vor Weihnachten. Und ich mache das jedes Jahr so: ich tue mir den Weihnachtsstress nicht an. Na, ich denke den ganzen Dezember nicht an Weihnachten. So einfach geht es. Nur dann am letzten Samstag bist du deppert. Und heuer haben wir noch einen besonderen Stress, weil wir am 25. gleich mit den Kindern auf Skiurlaub fahren wollen. Das ist klar, so ein Tag gehört geplant. Und das habe ich gemacht. Ich habe eigentlich den ganzen Dezember nichts anderes mehr gemacht, als diesen verdammten Samstag vor Weihnachten geplant. Gestern am Freitag auf die Nacht bin ich dann den Plan mit der Helga noch einmal durchgegangen. Helga, gehen wir es einmal durch, Plan für morgen bitte. Wunderbar, 6.30 Uhr ist Tagwache. Tagwache, Schatzl, aufstehen, Tagwache. Komm, okay, machen wir so. Mache ich Tagwache, ja, dusch das auf, wir treffen uns beim Frühstück. So, dann höre ich den Verkehrsfunk ab. Du nützt die Zeit, tust mir die Kinder anziehen. Wir liefern die Kinder oben bei den Großeltern ab. Wir sind knapp von 9 Uhr in der Shopping City Süd. Dort teilen wir uns in zwei Gruppen. Gruppe 1 bist du, schreib das auf, du warst das morgen dann wieder nicht.
Gruppe 1 rückt vor zum IKEA, kauft Schwedenlachs, Schwedenkaviar, Schwedensekte. Machen wir ja nämlich schwedische Weihnachten. Ne? Gruppe 2, es bin ich, das brauchst du nicht aufschreiben. Ich rücke vor zum PS-Markt in der Shopping City, hole mir dann einen Skidachträger, Modell Kindersarg, und montiere den an O.S. Ort und Stelle. Da muss das haben. Ne? Bin um 9.23 Uhr wieder zurück beim IKEA. Und du, Helga, stehst nicht drinnen beim IKEA, du hast Heidelbeerkuchen fressen. Nein, du stehst draußen am Parkplatz. Dort vereinen wir uns. Also jetzt gruppentechnisch, ja. Gruppe 1, Gruppe 2 bilden wieder eine Kompanie. Wir rücken gemeinsam gestärkt vor zum Intersport in der Shopping City, holen dort die bestellten Ski ab. Ja. So ganz kleine Kinderski, Geschenke für die Kinder, so ganz kleine Ski und so ganz, ganz kleine Bindungen, die kleinen Skischuchen, die kleinen Kinder. Alles einen Skidachträger, also die Kinder nicht, erst dann, wenn sie schlimm waren. Dann VA, was ist VA? Also ja, Verkehrsfunk abhören. Weil ich dann reinfahre von der Shopping City ein in den ersten Bezirk, innere Stadt. Wir sind knapp vor 10 Uhr, spätestens um 10 im ersten Bezirk. Okay, 5 nach 10, damit der Ruhe ist im Kindergarten, sind wir dann im ersten Bezirk, holen da das Geschenk für die Resitante ab. Da muss ich was dazu erklären, und zwar die Resitante kriegt jedes Jahr was Besonderes von uns. Nicht so ein Alibi-Geschenk, weißt, irgendwas, nein. Wirklich was, was wir uns sehr, sehr reiflich überlegen, was man lange vor Weihnachten bestellen muss. Und dann ganz knapp vor Weihnachten, tief drin im ersten Bezirk, wo diese kleinen, entzückenden Geschäfteln sind, wo die kleinen, verwinkelten Gasseln sind, wo man tausende Parkplätze kriegt, den Scheißdreck für die Resitant jedes Jahr anholen kann. Von der Tante Erma nie was, kein Schüling. Okay, wurscht, Helga, deine Tante und die, was dran liegt, holen wir das Klumpert ab. Okay, und dann, kleine Überraschung, möchte ich dich einladen auf einen gemütlichen Weihnachtslunch. Hm? Gehen wir mal gemütlich was essen, was Feines. Ah? Gehen wir ins Don Co. Hm? Schauen wir runter auf die Proletten und... das schlingen wir runter und bei den Portionen um, das geht schnell, das ist, schaut aus wie schlecht angewaschen, ist gleich vernichtet auch. Und dann, aber jetzt ist soweit. Nachdem es so arg beim ersten Teil, haben wir uns überlegt, dass wir ein bisschen variieren, dass nicht immer dasselbe Hohlang gespielt wird. Ist wahrscheinlich nicht gleich jeden aufgefallen, aber konzentriert euch. Kommt immer wieder was anderes jetzt. Ich muss auch aufpassen mit dem Tanzen, dass ich nicht an der Runden tanze und ich spiele einen Rock. Okay, wir sind bereits unterwegs, planmäßig vom ersten Bezirk, ja, vom Schnattern hinauf zur Mariahilferstraße. Dort teilen wir uns natürlich wieder in zwei Gruppen. Kleine Änderung, wichtig, Helga, schreib auf. Gruppe 1 bin diesmal ich, ja. Brauchst du nicht aufschreiben. Ja, ich, Gruppe 1, rücke vorher zum Gern groß, kaufe das Geschenk für dich. Du, Gruppe 2, gehst mir 20, kaufst das Geschenk für mich. Wir verstecken die beiden Geschenke voreinander im Kofferraum, damit keiner weiß, was der andere heuer kriegt. Es soll ja eine Überraschung sein, gell? Dann fahren wir in den Leinzer Tiergarten, holen dort den bestellten Christbaum ab. Der wächst schon für uns mit dem Laserman. Sappe, tappe, sappe, tappe, sappe, tappe, sappe, tappe. Leiche aufs Dach. Wir verstecken zu Hause das Diebsgut und die Geschenke. Und während du am Abend in aller Ruhe deine 36.647 Kekse klassierst, möchte ich dich entlasten und hole die Kinder von den Großeltern ab. Und ich glaube, das ist ein wunderbarer, super Plan. Hm? Passt, oder? Muss wissen, ne? Okay. Das war kein Gecklocher, das war nur so, weil der Plan so super ist, nicht? Na, gut, okay, na. Einzige Unsicherheitsfaktor, den dieser Plan hat, und es gebe ich auch gern zu, dass ein Schnee vorausgesagt hat für das Wochenende. Aber gut, was die sagen, was der Kuh scheißt, was? Ha, 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 it's still the same, wie der Franzose sagt. So, gut, dann halt, Helga, bevor du davor rennst, da steht noch was, kurz, Patzpa,
Gutsbads, was heißt das? Kurzparkscheine besorgen, ja. Helga, erinnerst du mich bitte morgen in der Früh, gleich nach dem Aufstehen, ja, dass ich noch Kurzparkscheine besorgen muss? Tust du das? Kann ich mich drauf verlassen? Okay, danke, Helga. Wunderbar. Okay, danke. Wieso sagst du nichts? Helga, wieso erinnerst du mich heute in der Früh nicht an die Kurzparkscheine? Ich verstehe es nicht. Zu was gingen wir gestern auf die Nacht vor 8000 Leuten den Plan durch? Zur Gaudi? Ich verstehe es nicht. Das ist, jetzt steht da ohne Kurzparkscheine oder eh bei den Eltern in zweiter Spur. Ja, ich denke, super, nein, vorbei. Wir sind nicht mehr in der Shopping City. Ich weiß, es ist. Jetzt überlege ich, ich nicht den Nerven mehr kann gleich am Anfang. Okay, Helga, wir machen so ihren Aufwand in der Trafik da oben ist bei meinen Eltern und ich hole jetzt lieber gleich die Kurzparkscheine, sonst habe ich nachher nur einen Stress. Okay, warte, Helga, nimmst du den Autoschlüssel, ja? Nein, nicht fahren, tust nicht du. Nein, ich lasse meine Frau gern fahren. Nein, normalerweise gern, kein Problem, du. Nein, überhaupt nicht. Nein, um Gottes Willen, nein, soll fahren, ja. Die fährt sie sicher auch von mir und da habe ich keinen Stress, schau mal die Gegend an, gebe ich noch immer gute Tipps halt nicht. Besorgt von selber, du Trottel. Ich lasse meine Frau gern fahren, aber nicht, wenn wir so ehrlich kommen. Nein, Helga, du setzt nur ins Auto rein, gell? Ja, komm, nein, und geh jetzt ins Auto und ins Auto. Und auf einmal sehe ich da, steht da jetzt einer in zweiter Spur mit einem roten Mazda vor meinem Auto. Und ich kann nicht aus der Parklücke raus, weil mir die Ohrschwarze nicht zwickt. Und das ist nämlich was, das passiert nicht an irgendeinem Tag, wo es da relativ egal war. Nein, es passiert genau an dem Tag, wo alles hundertprozentig planmäßig, genau, super, 10 nach 9, ich bin noch immer nicht bei Ikea. Und die machen sich sicher schon Sorgen um mich. Dabei, ich schwöre, bis jetzt hat alles geklappt. Planmäßig, exakt, 6.30 Uhr, Tagwache. Ich triff die Helga beim Frühstück, scheiß Anbauler. Ich höre den Verkehrsfunk ab. Achtung Autofahrer, keine nennenswerten Störungen sind uns bekannt. Oh, los, Feuerwand, das meldet uns ein Ö3er. Wunderbar, passt alles. Okay, Helga, gehen wir Kinder anziehen, Gas. Ich schau wie jeden Tag in der Früh beim Fenster oben, ob mein Auto eh noch unten steht, keine Zwangsneurotiker nicht. Und, oh Gottes Willen, wo ist er? Das gibt's nicht. Oh Gottes Willen, da ist er. Da steht er, Gott sei Dank. Nein, ich steh normal immer da, nur bin ich gestern auf die Nacht später heimgekommen, weil noch in der Waschstraße war und da steht er und glänzt er. Also schick. Heißwachszanga. Wir teilen uns das jedes Jahr, den Weihnachtsputz. Der Helga macht die Wohnung, ich mach das Auto. Und ich muss ehrlich sagen, das mach ich von selber. Da brauche ich kein Gesetz. Ah, schau, wie er glänzt, der Freund. Was? Okay. Das Einzige, was mir anzieht, ist, dass die Scheiben total vereist sind. So eine dicke Eisschicht auf der Windschutzscheibe. Okay, gut, es heißt, erste Planänderung. Helga, erste Planänderung. Lande offen, kannst später anziehen. Komm, Gas, Lauf, Schritt, Bewegung und rutsch. So, Helga, folgendes. Ich muss jetzt runtergehen auf die Straße, ich muss das runterkratzen, das Eis von der Windschutzscheibe. Bist du so lieb, ruf an bei meiner Mutter. Sage, wir sind da um, in 20 Minuten sind wir bei ihr oben. Das soll bitte unten stehen auf der Straße, die Kinder gleich in Empfang nehmen. Ist nämlich so, wir gehen oben bei den Eltern nie am Parkplatz. Das ist aussichtslos, das kannst du vergessen. Sinnlos, ja. Und so, wir fahren vor, Mutter steht, schnappt die offen und wir, Kurs, Shopping, CD, Süd. Rufst du an, tust du? Okay, danke, geht schon. Und lauf, jawohl, gut. Gut. Und ich renne vollkommen entspannt oben auf die Straßen. Na, wie spürst du nicht spannend, hörst du was? Also, ich renne vollkommen. Ja, ich renne auf die Straße, aber ist ja scheißegal, ja. Renne alle auf die Straße, ja, will den Eiskatzer holen aus meinem Handschuhfach. Merke dabei, dass sämtliche Türschlösser meines Autos total vereist sind, weil ich ja gestern in der Waschstraße war und kein Dix übers Schloss geklebt habe. Sautrottel. Gut. Das heißt also, ich komme jetzt nicht zu meinem Eiskatzer. Das heißt, ich komme eigentlich überhaupt nicht in mein Auto. Gut, aber wurscht, wozu hat man Türschlossenteiser im Handschuhfach? So, gut. Es gibt aber.
Aber es gibt einen alten Trick mit Feuerzeug. Schlüssel nehmen, heiß machen. Ne? Ich bin nicht Raucher, daher vergiss mir das auch wieder. Gut. Das heißt also, die Helga muss mein heißes Wasser abschütten. Ja, also nicht abschütten, aber sie muss also Kübel mit heißem Wasser. Helga, Helga, Mayday, Mayday. Ground Control to Helga, Helga, Mayday. Aber die Helga, die hat mich nicht mehr gehört. Nein, weil die Helga, die war schon unterwegs mit den Kindern oben auf Straßen. Und wirklich war im Stiegenhaus, triff ich die Helga mit den Kindern. Morgen, gestern, Tagesgott. Achso, du bist das, ja, Entschuldige. Ja, mein Gott, lange nicht gesehen, gell? Jesus, die Kinder sind gewachsen, gell? Okay, Helga, pass auf, machen wir so. Nimmst du das Autoschlüssel wieder? Gehst du runter auf die Straße, ja? Und nein, Helga, du kannst dich jetzt bitte nicht ins Auto reinsetzen. Nein, die Türschlösser sind vereist. Florian, gehst du bitte mit der Mama? Komm, na, Mama, geh mit dir, komm. Nein, ich hole ein heißes Wasser, ich schütze das Schloss und was, Helga? Na, Helga, stopp, Helga, stopp. Wir brauchen jetzt bitte nicht bei der Mutter anrufen, wir kommen nicht zu spät. Das sind 2 Minuten. Ich schloss das Schüttel, Schlitt über Schlutz und du die ich brauch keine Beruhigungstropfen. Sie will mir dauernd so homöopathisch, so fit, 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 fit. Ich bin ruhig. Jetzt glaube ich, geh. Und du geh mit der Mama. Ah, daneben, wurscht. Und ich renne auf, ja, hol die Kiebe mit kochendem heißem Wasser, renne runter auf die Straßen. Und wie ich unten stehe mit dem siedenden Wasser neben meinem Auto, sitzt Helga mit den Kindern schon im Auto drinnen. Wenn meine Frau einer weiblichen Eingebung folgend, geht's her, nimmt meine homöopathischen Tropfen und fit, 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 fit. Und dafür liebe ich meine Frau. Helga, du bist ein Schatz. Was mache ich ohne dir? Du bist die Beste. Dickes Bussi, weil du die Beste bist. So, und jetzt gib mir ein Eiskotz aus dem Handschuhfach. Schau nicht so langsam in Eiskotz, als soll es mal rausgeben. Wurscht, ist ja schon spät, machen wir es anders. Kinder, geht's weg. Vorsicht, heiß, ich mach's mit heißem Wasser. Ich nehm den Kiel mit kochendem heißem Wasser. Leer ihn über meine gefrorene Windschutzscheibe. Nee, den einen drüber, weil so gescheit bin ich auch. Na, ich bin ja aus der Branche. Wärmespannung, langsam, mit Gefühl. Na, schau, das geht. Na sicher, ja. Scheiben muss ich dran gewinnen. Dann macht sie nichts. Das ist eh genauso wie beim Hummerkochen. Der lebende Hummer wird langsam gekocht, dann gewöhnt er sich drauf, dann macht sie ihm nichts, dass er gekocht wird. Auf einmal sehe ich hier in unserer kleinen Einbahnstraße einen rauschenden LKW auf mich zukommen. Die städtische Müllabfuhr. Und wenn ich die jetzt von mir habe, kostet mich das eine Viertelstunde meines Lebens. Und diese Viertelstunde bekommt die städtische Müllabfuhr sicher nicht. Das heißt, drüber mit dem Wasser, eines Auto angestarrt, Vollgas mit kaltem Motor aus der Parklücke raus, ja, in einen langsamen Drift und ich vor der Müllabfuhr in der kleinen schmalen Einbahnstraße unterwegs rauf zu meinen Eltern mit einem riesigen Sprung in der Windschutzscheibe. Helga, gibst du mir die Tropfen? Danke. Gar nicht so schlecht. Achtung Autofahrer, Achtung Autofahrer. Eine Meldung betrifft ja Zufahrten zur Shopping City Süd. Mittlerweile reges Verkehrsaufkommen. So langsam wird's so wasch. Das meldet uns ein Ö3er. Ja, wunderbar, habt's gehört. Alles planmäßig. Reges Verkehrsaufkommen. Das heißt, seh vorn noch. Ja, na klar. Reglos war Arsch, Regel super. Und ich war noch lächerliche 4 Minuten zu spät oben bei meinen Eltern. Ne? Und meine Mutter, sie steht natürlich nicht mehr auf der Straße, wegen 4 Minuten. Ja, das war es, wegen 4 Minuten. Was glaubt ihr, dass ich einen bloßen Kater holt, einen chronischen, wenn sie in der Kälte wartet auf mich? Okay, Helga, dann machen wir so.
Ich bleib da stehen in zweiter Spur vor dem roten Mazda. Du, Blitztempo, renn, liefer die Kinder ab und Helga, lass da keine Äpfel dran von meiner Mutter. Und ich stehe da hier unten in zweiter Spur und sie, die Helga, sie kommt nicht daher. Mein Kinder abgeben, ich, da geh ich auf, lande auf von den Tier, leid an und geh. Mein, jetzt wird schon ein Opa da hinter mir. Ich warte noch immer, nicht kein Problem, nein, ich warte noch immer auf meine Frau. Ha! Aber da schaut's, ha, das Haustor geht auf. Ha. Und nicht die Helga, nein. Na, geh, wär doch viel zu früh, na, geh, na. Wir haben da keinen Stress, na. Mein Vater. So wie jeden Samstag, ob Sommer, ob Winter, mit dem Putzzeug und mit dem Tupflaktosel für seinen Mexiko-Käfer, mit seinem grauen Arbeitsmantel. Was will der mit dem Tupflaktosel? Der kann das Tupflaktosel nehmen und beim Rostloch bei der Tier reinhauen und da schreien. Aber sonst kann er nichts. Da geht für diese Schüssel auf der ganzen Welt kein Pickerl, außer bei mir. Nein, ich mache ihm das, hey, was soll das? Na, hörst du, dadurch, dass ich in der Prüfungsanstalt, die Besiedlungsstelle MA46 Arbeit, also nicht Arbeit, aber beschäftigt bin, mache ich ihm das und. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Hallo Daddy, servus, hallo. Jetzt hat er mich gesehen, Scheiße. Jetzt hat er mich gesehen, okay, das heißt, ich muss jetzt umgehen und ich muss tratschen mit ihm. Weil sonst ist er wieder angefressen auf mich. Weil ich denke mir, okay, gut, der mit seinem roten Mazda, der will ja nicht jetzt gerade aus der Parkluken rausfahren wollen, ne? Und ich gehe gerade rüber zum Tat und das hupt schon hinter mir, weil die Zeche just damit jetzt aus der Parkluken rausfahren will. Der schleicht schon unter mein Auto. Mein Hubertus Mantel mit dem Pötzhauberl. Was ich gleich irrsinnig sympathisch macht bei mir. Die reaktionäre Drecksau. Grüß dich, tut mir leid, ich stehe da in zweiter Spur, aber macht da nichts, ist ja nichts passiert. Ich bitte, ist ja nichts, ich bin nur eingezwickt und ich habe da nicht aus der Parklücke rausgegangen, weil sie mich blöd eingezwickt haben, aber mehr weiß ja nicht. Fahren Sie einfach weg, dann kann ich aus meiner Lücke raus und wenn Sie wollen, Sie können sich gleich in meine Lücke reinstellen. Ha? Ja, das ist lieb, aber ich warte nur auf meine Frau, die kommt jeden, also, die kommt auch irgendwann runter und dann. Stell mir da vorne wieder in zweiter Spur. Na, nicht wieder in zweiter Spur! Ärgert sich der Nächste mit Ihnen, wenn Sie den Deppert einzwicken? Nehmen Sie doch meine Parklücke mal so einen Namen, bitte. Stellen Sie doch meine Parklücke rein, ha? Stell dich du nur in meine Parklücke rein. Und in Gottes Namen habe ich mich in die Parklücke von diesem Psychopathen eingestellt. Und er ist gefahren! Einmal in meinen Häuserblock. Und wer nicht tratschen mit der Helga und mit Daddy, stellt sich diese Ohrschwarzen mit dem Reiskocher in zweiter Spur von meinem Auto und er ist weg, er ist fort, aus, Ende, er ist weg, nix, na, ha, und. Na, hey, da ist er, hey, komm her, da ist er, das ist er, da ist er, da bei den Gardinen, hey, komm her. Oh, oh, komm her, das ist er. Seht ihr? Komm her! Komm, geh mal vor, geh mal, komm! Komm vor! Ich hab auch nicht gewusst, dass ich jetzt hinter ihnen. Komm vor, da komm her! Wo, da gehst du Platz, wo du siehst? Da oben ist die Position, haben wir gesagt. Hörst du, da schau her! Nicht leid, filmen, das ist eh! Komm! Da, auf! Hoch! Ah, ja. Sturabell! Ah, da jetzt. Vergiss mich. Da ist er. Da. Dritter Stock. Hinter den Gardinen. Seht ihr es? Da ist er. Und der Pölz haben wir kennengelernt. Hey, Ivan!
komm runter, ich schlag dich, gibst du mir die Tropfenhelge aus dem Handschuhfach? Geh in Arsch da oben! So, Helga, Gehsteig, Reimann, Fußgänger, Schleichzeug, alle weg, so. Ich muss über den Gehsteig fahren, was soll ich denn sonst machen, bitte? Naja, was? Komm, absperren, habt ihr es verloren. Und ich ein kurzes Stück über den Gehsteig, also minimal, also wirklich, also keine 1,5 Kilometer. Und dann wieder zurück in den fließenden Stau Richtung Shopping City Süd. Achtung Autofahrer, eine Meldung betrifft der Zufahrten zur Shopping City Süd. Jetzt scheiße ich bald drauf. Das meldet uns ein Ö3er. Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder unterwegs Richtung Shopping City Süd vor Weihnachten im Stau. Aber nicht mit mir. Da, müsst früher aufstehen. Helga, was steht denn da auf der Rückseite vom Plan? Schleichwege, ja. Über jeden Schleichweg, an jeden. Von da in die Shopping City habe ich gespeichert auf meiner Festplatte. Heute fest, Helga. Erste, rechts. Zweite, Scheiße, Einbahn. Dritte, links, jawohl. Und ich unterwegs in einer kleinen, schmalen Einbahnstraße. Unterwegs Richtung Shopping City Süd. Nur ich und sonst keiner. Ha! Und wieso? Wieso? Weil die Menschen alle Trotteln sind. Schau so, Helga, sie fahren alle die Hauptverkehrsroute, alle wie die Lemminge, Trotteln sind sie, schaut sich mal auf. Kalle, hörst du auf, du bist wieder peinlich, bitte, ja? Pass lieber auf, der LKW. Kalle, der fährt der LKW. Pass auf, der LKW. Was für ein LKW? Was ist da? Das ist ein Unort, eine Quatscherei, da beim Autofahren. Ich mag das auch nicht. Ja, dann hat so einen Sinn. Er hat noch lang der LKW, ne? Wirklich, wo er heißt. Na, das Kind daheim Futzen geben. Okay. Da sieht man, dass Minderheiten doch was bewegen können. Wenn sie stur genug sind. Wo war ich jetzt? Jetzt hat's selber deine Post. Na komm jetzt, du. Ja, was habt ihr gelacht? Über mein Alter, weil es deppert ist zum Autofahren wahrscheinlich, nicht? Ja. Okay, aber jetzt haben wir keinen Stress. Helga, dieser LKW hat Nachrang. Okay? Links kommen da. Okay, gut. Das ist gern fürs Leben. So, okay, jetzt haben wir keinen Stress, lass mal reinfahren. Komm, hey, komm, schub dich ab, hau dich ein mit dem LKW und schwuppidiwupp, lass den LKW vor mir eine kleine, schmale Einbahnstraße einbiegen. Und die beiden orange gekleideten Herren hinten oben am Trittbrett hauen sie total über mich an, weil ich Sautrottel die Müllabfuhr vor mir, ich bin auf vollkommen auf Volltrottel, ich bin auf vollkommen. Gib's mir die Tropfen, Helga! Ich bin 20 Minuten in einem stinkenden Müllwagen nicht nachgefahren, nein. Nachgestunken. Und da habe ich kurz überlegt, ob ich hergesoll und Weihnachten für heuer absagen. Die Kinder sind groß genug. Kinder, kommt her. Papa spricht zu euch. Das mit dem Christkind. Das ist ein Scheiß, glaubt's den Blödsinn nicht, ha? Wünscht sich dafür was Schönes vom Osterhasi, ha? Aber auch ein Müllwagen vergeht und genauso was. Nach 20 Minuten ist er abgebogen und ich und die Helga, wenn man es von seinen fast schon liebgewonnenen Freunden aus dem Fanta-Land verabschiedet. Baba, tschüss, seid ihr nächstes Jahr wieder da? Okay, wieder vor uns. Wunderbar, baba, ciao, servus, baba. Und dann endlich unterwegs.
in dieser schmalen, kleinen Einbahnstraße. Unterwegs Richtung Shopping City Süd. Achtung Autofahrer, eine Meldung betrifft die Zufahrten zur Shopping City Süd. Das mit dem schlechtwegen Kennzeichen anschminken. Das meldet uns ein Öltreiber. Scheiße. Schauen wir jetzt an, Helga, ich hab eh alles probiert. Boah, das geht sich nicht aus. Bis wir im Leinzer Tiergarten sind, ist der gerodet. Aber wurscht, da. Wurscht, da fahren wir da eine Wildsaustecke, eine Wunderkerze in den Arsch und lass doch Simmerinnen am Heiligen Abend. Da haben wir gewusst, dass der kommt. Moment! Na! Das Imperium schlägt zurück! Genial! Planänderung, alles anders. Wir fahren jetzt in die Stadt rein. Okay, wunderbar, komm! Helga, schreib auf! Helga! 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 Danke! Helga, schreib auf! Planänderung! Wir fahren jetzt in die Stadt. Wir fahren jetzt in die Stadt, ne? Wir holen das Geschenk von der Residente. Essen ist gestiegen, schmeckt eh keinen. Wir fahren auf die Meiner Hilferstraße und jetzt wird's genial. Dann fahre ich mir weiter auf zum Forstinger auf die Hütteldorfer. Dort hole ich mir nämlich diesen Kindersarg-Skidachträger. Wir fahren gleich weiter in den Leinzer Tiergarten, töten dort den kleinen Baum. Und auf die Nacht, wenn's alle heimfahren, im Stau von der Doping City Süd, von mir auf gemütlich eine und hol die Ski von den Kindern. Okay, heute fest, passt, alles klar. Heute fest, erste rechts, zweite Scheiße, Einbahn, dritte rechts. Und ich unterwegs in die Stadt hinein. Und dadurch, dass die ganzen Halbdudeln jetzt alle unterwegs waren Richtung Doppel-Di-Di-Tüt, war jetzt die Stadt eine der Super-Mörder-Mega-Superstar. Weil nämlich alle Volldudeln, da kann ich auch dazu mich anmelden, bin auch dabei, ja, die glaubt haben, sie sind noch viel, viel gescheiter als die Halbdudeln, jetzt unterwegs waren in die Stadt eine. Nach 1,75 Stunden war ich dann im ersten Bezirk. Und da habe ich mir dann in aller Ruhe einen Parkplatz gesucht. Und ich war gefunden, nach einer Dreiviertelstunde in der Kurzparkzone. Okay, super Helga. So, pass auf, gehst du, Geschenk Resi. Wieso? Bitte erkläre mir, wieso erinnerst du mich nicht an die Kurzparkscheine? Du hast nichts zu tun, du hast fast keinen Text. Ja, und ich verstehe es nicht. Sag das meiner Alten! Ich weiß es! Ich stehe in der Kurzparkzone, ich habe keinen Kurzparkschein, was soll ich machen? Ich kann mich. Ha! Da drüben ist der Trafik. Gott sei Dank. Da ist der Trafik. Okay, so, Helga, komm her. Komm her. Komm her, komm her, so schön ist. Komm her! Folgender Plan. Ich bewache das Auto. Ja. Du robst zur Trafik. Also, roben brauchst du nicht, du gehst gebückt rüber zur Trafik. Schickst mir Kurzparkscheine. 1,5 Stunden. 1,5 Stunden, ja. Parkdauer nicht brauchen, mach mich bitte nicht schwach. Ist das gescheit, dass ich weiß, wenn der extra um hat? Also, ich glaube, es ist sicher besser, wenn ich gleich einmal jetzt rübergehe und das Geschenk von der Residente, ja? Und du kannst in der Zwischenzeit einen vertrottelten Kurzparkscheine besorgen. Dann sind wir sicher schneller, ne? Haben wir beide gemeinsam. Was hat sie? Was will sie schon wieder? Was hat sie? Achso, hat sie recht. Nein, sie hat recht. Vergiss, hat recht.
Nein, bei so Sachen ist es selbstständig. Ja. Nein, klar. Jetzt sind wir schneller, wenn wir hintereinander, sind wir einer mit dem anderen zugleich. Ja, okay. Gut, Helga, gehen wir. Komm, Geschenk, Lesetante, alles andere mache ich. Okay, wunderbar. Nun, meine Frau. Und diese Selbstständigkeit hat sie nämlich daher, sie war nämlich eine Zeit lang alleinerziehende Mutter. Und das macht so viel aus. Wirklich, nein, also, weil der Florian, der ist nicht von mir. Nein, kann ich nix der wir. So wie es kennengelernt, meine Frau, durch den Buben. Ja, der hat mir praktisch die Rutschen gelegt. Das war damals, ich kann das eh kurz erzählen, weil ein bisschen da ist mir geschenkt von der Resident. Das war damals die Zeit, weiß noch ganz genau, also, ich habe damals Abendhotel gemacht, aber nebenbei ein bisschen Geld verdienen wollen. Leibende Haken gehabt in Wien. Botendienstfahrer. Aber Fahrradbotendienst bei Feloce. Können wir vielleicht vom drüberfahren möglicherweise, nicht? Also wirklich, na. Du, das ist aber super. Da freist du den ganzen Tag. Da sitzt du am Rad und du lachst den ganzen Tag über diese Vollidioten in den Blechkisten, ja. Wenn sie drinnen sitzt, mir auch fressen am Gesicht, ja. Da zieht die Blähe, Huft, ja. Die Heizung bloß, ja, diese trockene, ungesunde Luft da rein. Und du sitzt am 13. Jänner, minus 6 Grad, gefrierender Neve, festgefroren am Lenker von deinem Rau. Ah, da lachst. Und genau so ein Tag war es, ich hab den Nagel runter, die Gumpen da verstoßen. Zwischen der stehenden Kolonne und der Gehsteigkanten lasse ich mich runter. Wie wir ganz vorne hier schon bei der Ampel, erste Startreihe, Pole Position. Wie es halt mein Ort ist. Weil leider die erste Startreihe war schon belegt. Von einem anderen Fahrrad. Ein rosa gestrichenes Waffenrad. Ich meine, die muss ein Wett verloren haben, sonst fährst du mit sowas nicht um. Und auf diesem Waffenrad sitzt eine junge, äußerst attraktive Alternative. Ich meine, okay, gut, auch jede ist eine Alternative zu einer anderen, aber die... Die war eine Alternative zu sich selber. Mit hingefärbten Haar. Mit Lappenhaube hat man selber gestrichen, mit Norweger Musterpullover mit den Schaufelfäustlingen und hinten oben am Kindersitz ein entzückender kleiner Bub. Der Bub auch eingestrickt in Schafwolle von der Mutti. Ja, und der Bub lacht da hinten oben am Rall. Weil er ja nicht sieht, wie er ausschaut. Und der Bub. Der Bub ist super drauf. Der Bub lacht. Weil er nämlich einen kräftigen Atemzug genommen hat von dem roten Peugeot im Ärm, der was aus dem Joker hinmurgelt. Und ich denke mir noch, ja, was ist denn das für ein süßes, für ein kleines, entzückendes Trottelkind da hinten oben? Und genau in dem Moment nehme ich unbewusst an Magirus Deutz neben mir stehend, ja, ein Hocker, von dem sein Diesel auspufft. Boah! Und ich war auf derselben Wellen wie der Kleine. Wie heißt das so? Wir haben uns das aufeinander eingeruft. Wann kommt dem Drogenrausch eine geniale Idee? Ich denke mir, hey, bei der Kälte kommt das sicher super, weil die Dame am Rauch von mir ein bisschen anbrot. Aber die Idee kam zu spät, weil die Ampel wird grün. Und die Alternative macht von mir einen Burnout. Reißt mit dem Waffenrall in Asphalt von mir auf. Und wie groß drüber, wenn man Getreide macht. Nur der rote Peugeot neben mir, der war so noch immer am Joke dahin murgelt. Der will nicht gerade drüber. Nein, der biegt rechts an. Richtung Sezession. Ohne Blinken. Und da bin ich Zeuge. Auch heute noch. Und der Alternativen bleibt keine Alternative. Die muss mit abbiegen. Verliert. Ja. Verliert dadurch
vollkommen die Herrschaft über das Fahrzeug. Und mit vollen Höhe, 3-4 Stundenkilometer, hebt es aus über die gäische Kanten. Der arme Bub hinten um hat nichts mitgekriegt, aber kein Wind. Und mit vollen Höhe, ungebremst, einen guten Ansatz sichern um, schlagt es in einer Plakatwand. Und da, heute das erste Mal, furchtbar lachen. Wie die Alternative mit dem Lappenhaberl im Palmers Plakat detoniert. Puh, schon eine Tanzperformance mittlerweile. Aber dieses böse, dieses schadenfrohe, frauenfeindliche Lachen. Ist mir gleich vergangen, wie ich gesehen habe, okay, gut. Die hat einen Schock. Hab sofort erste Hilfe geleistet. Bleibt's liegen, nichts passiert. Weil für mich gab es hier nur eines zu tun. Für mich gab es hier nur mehr etwas zu üben. Rache. Weil diese Drecksäumbeschuh, er bleibt nicht einmal stehen. Er tut so, wie wenn nichts gewesen war. Okay. Okay. Und da werde ich zum Zorro. Und im Zeichen des Z setzen wir Frau, ja? Lieber dieser Dreck, seine Verfolgungsjagd durch halb Wien. Unten bei der Sezession habe ich gehabt. Schön mit dem Rall, fuhr ich am Tag quer. Oben vom Rall, balle meine gefrorene Hand zu einer Faust. Gott sei Dank, ohne dass meiner abbricht, reißt die Tür vom Beschuh auf und. Schau einem kleinen Kind in die Augen, was gerade genüsslich an den Titten seiner Mutter zuzelt. Um was geht's? Entschuldigen Sie, Nächste. Meint aber der kleine Fütterungsstör, aber. Sie haben soeben bei der Ampel da vorne eine Radfahrerin zu Sturz gebracht. Ja, danke. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Also dann tut es mir leid, wenn es nicht aufgefallen ist. Okay, na. Es ist ja nicht aufgefallen. Ist nicht auffallen. Okay, dann passt's. Nein, wenn es nicht auffällt, ist okay. Wenn es nicht auffällt, geh auf, dann wenn es nicht auffällt, fahren wir mit dem Radfahrer drüber, klar, wenn es nicht auffällt. Und das ist es nämlich. Ja, ich bin wirklich kein Macho, ich bin fetter Sautrottel, okay, gebe zu. Aber das ist es. Es fällt einer nichts auf. Sie fahren um und sie kriegen nichts mit. Auch meine, die Helga. Ich kann dir tausendmal sagen, vor bin ich jeden Tag in der Früh diese steile Garagenauffahrt bei uns mit dem kalten Motor. Kein Öldruck, nichts da. Vollgas mit der Schleifertelkupplung. Du glaubst, eine Sau steche so auf unsere Auffahrt. Ich bin es nämlich. Ich bin es. Ich muss dann nämlich bei jedem vierten Ölwechsel muss ich eine Kupplung kaufen. Ich bin es, dass ich auslachen lasse beim Mechaniker. Der glaubt, ich bin verhaltensgestört. Der glaubt, ich habe Kupplungsbeläge. Oh. Und das ist jetzt nicht lustig, ja? Habe ich mit dir geredet, Portate? Meine Frau, die Nächste, wenn ich das erklären darf, ja? Ich tue mir nicht die Hysterischen, was einsteigen mit Gewalt. Aber meine Frau, die weiß bis heute nicht, weil das muss ich jetzt vorstellen, aber das ist wahr, die weiß bis heute nicht, wie eine Kupplung mechanisch funktioniert. Ich meine, kann man sich das vorstellen? Na komm. Du lachst nicht deppert aus, erklär sie, ihr Herrst! Na, da bin ich jetzt so aufgeregt, nicht böse, ja? Aber das ist nämlich der Unterschied zwischen uns zwei, ja? Ich will ja, dass meine Frau was lernt. Ich will ja nicht, dass meine Blätsch, also stirbt, nein. Ich will gar nichts. Ich will einfach, dass meine Frau was hat vom Leben. Und darum schenke ich ihr auch was zum Hochzeitstag, weil es mir einen Tag früher erinnert. Aber nicht am Blödsinn. Essen beim Italiener, gemütlicher Abend zu zweit. Was ähnliches hat davon? Nein, ich schenke ihr ein Buch. Der Ottomotor.
Und sie liebt mich dafür. Sie liebt mich. Sie ist begeistert. Ja. Sie plaudert es durch. Herrliche Schnittzeichnungen. Herrliche Detailaufnahmen. Sie plaudert, sie ist fertig. Jesus, da bist du Wahnsinn. Was du dir anders da gehst. Wahnsinn. Der Otto, was der alles. Also der Otto. Und sie plaudert in dem Buch. Und plaudert. Und plaudert. Und sucht dann in dem Buch die Telefonnummer, wo es die Sachen bestellt hat. Und dann kriege ich so alles. Der Unterschied ist der, ich als Mann, ich weiß immer, was ich tue. Nicht deppert sein, nur beim Umdrehen. Und wenn ich da hinfahre auf der Autobahn, meine 120, mache ich meine 130, wenn ich andrücke. Und mir fällt von hinten an auf so viel. So sieht es besser. Für einen Thüringer ist fein, also auf so viel. Auf Arsch, Bruder, auf gut Deutsch. Mit der Licht auf dem Schafeser umbaut. Dann lass ich ihn zu mir kommen. Komm. Wenn er einen ganz dicken roten Schell schaut hinter mir, steige ich vollkommen unmotiviert. Hab ich eine in die Brille. Nein, mach ich nicht aus, mach ich nicht. Nein, darfst du nicht über solche Sachen überhaupt nachdenken? Das bringt nichts. Nein. Das ist eine sinnlose, aggressive Aktion, da jetzt deppert in die Bremsen rein, die im Endeffekt nichts bringt. Also nicht jetzt irgendwie Bremse, da, nein. Handinger, weil da läuft keine Bremslichter! Ja! Und dann macht die Arschwarzen einen Kopfstand in seiner Schüssel. Die Kipfler drückt sich auf die Windschutzscheibe und die Kinder klärscht sich von hinten aus, aber du, Brill! Aber dann weiß ich bitte, was ich tue. Und ich war so heiß in dem Moment. Ich mir doch diese Blunzen im Schuh. Ich zeig's auch. Wegen was überlege ich mir nachher. Jetzt wird's attackt! Und ich schaue nur mit zu den armen Alternativen. Diese hochrappet an die Palmastraps. Der kleine Bub, das Trottelkind. Und ich sage zu der Frau im Auto, ich frage sie, ob sie nicht vielleicht meine Frau werden möchte. Und sie meint, ja, sie ist gerade alleinerziehende Mutter, das war eh nicht so schlecht. Okay, gut, dann machen wir so. Habe ich nur noch eine Bitte. Wenn wir den Bund fürs Leben schließen wollen, diese französische Leibschüssel, da verkaufen wir, nehmen wir so was Vernünftiges, was Deutsches. Mit erwählter Verkaufswert! Ein weißer Dieselgolf, 50 PS, es raucht zwar nicht aus den Rotkästen, aber aus dem Auspuff. Die sagt, ja, ist wurscht, okay, was wurscht ist, kann man sich den Golf nehmen. Und dann möchte sie auch gleich eine Bedingung stellen für den Bund fürs Leben. Keck von Anfang an. Sie möchte mir gern, sagt sie, ihren Namen behalten können. Wegen einem Burm und so. Und ob ich ihren Namen annehmen täte? Na, geht klar. Ja, wieso nicht? Entschuldige. Soll ich auf stur machen? Geh! Habe ich sofort gemacht, war kein Problem. Nein. Kein Problem für mich. Und als Herr Opel habe ich dann. Ich glaube. Nein. Ich glaube. Nein, kommt's. Nein, da bin ich hart. Nein, ich hab gesagt, okay, nein. Ihr wollt mich provozieren? Ja, wollt ihr mich provozieren? Dann sagt's weg. Weg. Rock'n'Roll!
es ist so einsam, niemand unterwegs. Überhaupt kein Gegner, das kann man auf den Weg. Ich geb den Mann die Gurken, die ersten schwitzen mir. Wo sind denn nur die Schurken, die glätten Premier. Es macht gar so mehr Wort, geh ich dann in der Nacht. Lass dich so mehr an alles, mehr an meine Lucht. Ich hab die Bande Rosa unter meiner Arm. 460 Bier, das wäre Knockout. Ich zähl nur Beweise am rutschigen Asphalt. Mehr als Puff ist es los, da hört man die Gewalt. Stört sich endlich Fraska, sonst kann ich fetzen. Mein Ego braucht ein Herz, alle die auf mich büßeln. Mir kommt ein Mond in der Möwe, was wir sehen, nur das steht. Mir kommt ein Schindig und ein Rutscher, unser Leben ist ein langer Dreh. Ich sitz schon erfuhr, drei Lichter litten rot. Schnau in die Auto, er will in Lockers den Kopf. Der Rasen seinem Rutscher, das gespielt mir in den Gehirn. Oh, Pasche und Ferrari, ein Tag auf den Hegern. Ich hab mit dem Tube, das tritt jetzt zum Spam. Oh, bei mir da, drück mir in die Problem. Der Hut, der Gras, die auf geht, sei du wohl verlegt. Trotzdem ist er herbrennt. Der Hut hat nicht so weit. Wie geht direkt hinter, ja. Sie sagt, ich bin ein Roller mit netten Männern Heck. Ein Plastikhorn mit Null, was sollt ihr da verloren? Denn bloß ich mit Locker, sind auch mal zu den Ruhen. Wir kommen mit dem Hoch in der Müllbahn, was wir sehen, nur am Stern. Wir kommen ständig nur am Rutscher, unser Leben ist ein langer Dreh. Der Rest hat mich gehoben und zwingt. Ging ja am Nass-Ziersgang und das Unwecht zu schütt. Mein Halogenophäen legt gleich die an die Schüssel aus. Worauf der Wappler Stern sich und der Bittern ist meine Chance. Die Astrid findet es peinlich, man's so lang nicht zu rollen. Usch, jetzt wird er kurven, da wär man überholen. Liegt schon Priester, der Dampf ist aber geht. Bulli rechts ist Gas und der Brex kapuliert. Ich nehme ein paar Dosten. Ich zeig ihm den Finger vorsch und macht's am ganzen Roller, mein halber Gesicht am Arsch. Die Astrid macht ein Quietscher, denn cool, das kann ich sehen. Und wenn man kurz ein Ring und immer noch schon mal. Froh, dass es einmal für 8000 Leute passiert. Ja, dass alle dabei sind,
und sehen, wie es mir eigentlich wirklich geht. Man, das muss man sich vorstellen, ja. Ich erzähle hier die große Liebesgeschichte meines Lebens eigentlich. Ja. Ich vergesse das. Südblock oder so, das ist normal. Ich halt, bitte los. Ich habe für mein Dafürhalten wirklich relativ gute dramaturgische Sachen eingebaut. Ja. So kleine Abbieger, dass so mancher im Publikum plötzlich sich nicht mehr auskennt. Wieso nimmt er jetzt nicht die am Raul? Ich glaube, die am Raul wollte ich. Wollte nicht, dass du immer durch. Nein, ich wollte nicht am Raul. Ich mache sogar eine Publikumsimprovisation. Das heißt, ich plaudere die Dame der ersten Reihe auf, keiner hilft dir. Er lacht so deppert aus dafür, ne? Aber dafür kriegt er es halt wahrscheinlich nur ein bisschen, ne? Oder eben nicht, je nachdem, wie bei euch die Bestrafung ausfällt. Und das alles passiert. Ja? Und sie, die Helga, sie ist noch immer nicht da, mein Geschenk von der Residenz. Seht ihr das? Die lasst mich hier in der Kurzmarktzone Krieg und Frieden vortragen. Der Depper, der improvisiert eh so gern. Los, ja. Ich meine, ich warte gern auf meine Frau, aber nicht, wenn ich stehe in der Kurzmarktzone in den Kurzmarktschein. Ja, halt euch bereit. Das ist genauso, wie man sich Jimmy Lekörz in der Hafling hast und du hast kein Topfau. Okay, sammeln wir uns. Überlegen wir, da drüben ist die Trafik, ich brauche da oben, ich brauche keine 30 Sekunden. Ich brauche in der Trafik eine schwache Minuten. Zurück brauche ich 15 Sekunden, da kenne ich die Ideallinie. Gut. Wichtig ist jetzt noch eins. Während ich umschleicht zur Trafik, dass ich mein Auto ständig unter Beobachtung habe. Ja, nicht aus den Augen lassen, ich kiebe. Ja. Immer ja, nicht aus den Augen lassen. Ja. Ja, aber ich bin ja fast draufgekommen. Diese Beilung vom Magistrat. Ich weiß wahrscheinlich, wenn ich meine, die Gänger nehme ich. Die Gänger nehmen nicht mehr. Kontrollieren bei uns in Wien. Nein, die kontrollieren nicht mehr. Nein, die lauern. Ja, der huckt schon wo, der beobachtet mich. Ja, vielleicht huckt er schon unter mein Auto. Nein. Ist nur ein Hundstrimmel. Dass sie die verkleiden. Und aber es war kein Vergleich, es war jetzt noch drauf. Und ich mein Auto beobachte, der stürzt sich in den Trafik. Steht in der Trafik in einem furchtbaren Stau. Zwickt sich schon im letzten stinkenden Menschen der Schlange und der Große von der Trafik. Ja. Wir brauchen eine Kurzparkleine. Und ich beobachte aber weiter durch die Klostier draußen auf der Straße, beobachte ich mein Auto und auf einmal sehe ich es. Die ersten weißen Flocken. Hey. Haben wir da weiße Weihnachten her? Das gehört für mich dazu. Was ist Weihnachten ohne Schnee? Schau, so dicke Flocken hat es aber je. Das hat so was Friedliches. Was ist in der Trafik? Wieso geht da vorne nichts weiter? Das ist eine Wahrzeuge. Die kannst du nicht dafür, was du unter Geschenkspapier. Die lässt jetzt mal, davor die Wahrzeuge herrscht. Draußen ist alles weiß. Alles ist abzuckert. Sogar der hässliche Weihnachtsschmuck passt dazu. Mein Auto ist unter einem Schneehaufen begraben. Ein Weihnachtsmann geht spazieren. Der Weihnachtsmann wischt mir freundlicherweise den Schnee von der Windschutzscheibe. Danke. Was will der Weihnachtsmann von meinem Auto? Die verkleiden sie wirklich! Und ich bin wieder Hulk Hogan durch die Klostier von der Trafik. Ich weiß nicht einmal mehr, wie ich es aufgemacht habe.
Ich bin auf den Weihnachtsmann, den Magistratsbeamten im Weihnachtsmannkostüm zugestellt. Ja. Oh, ich... sage mit aller zu Gebote stehenden Höflichkeit zu dem Magistratsbeamten im Weihnachtsmannkostüm: Huch am Geschissen, ne? Und der Weihnachtsmann schaut mir an mit steckenden Augen, reißt sich im Bord und sagt zu mir: Arg, dass du mich noch kennst. Servus, Geschissener. Servus, hast du auch Teil schon voll? Nein, da ist auch nicht mehr. Mir fehlt nur mehr der. Okay, schön für dich. Du hast den Lockschein, steckst du rein. Schöne Weihnachten, Geschissener. Den Lockschein kann ich mir nicht mehr zurücknehmen. Was sagt mir davon, hä? Na ja, kriegst du ein gewisses Apfel von mir. Kann ich dir nicht geschissen, Apfel? Willst du einen Schuck aufs Auge, Geschissener? Hehe, da hast du ihn nie. Bam! Und ich bin Weihnachtsmann vor alle Leute eine genusst. Hab ihm genommen, Schwitzkasten, Nasenreibel, Tschickepuffu. Die Leute sind vorbeigegangen mit den kleinen Kindern. Nein, Kinder, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Das ist nicht der Weihnachtsmann, der Geschissene. Mit dem bin ich in die Schule gegangen. Alles in Ordnung, alles passt, alles in Ordnung. Und die Rettung für Geschissene war, dass in dem Moment die Helga vorbeikommt. Gung, schlag da. Komm, Helga, fahr mal. Los im Liegen, der verblüht von selber. Komm, fahr mal, Kurs Maria-Hilfer-Straße. Aber Herzl, ich muss zuerst noch das Geschenk holen gehen für die Resident. Sag mal, was? Sag mal, wo warst du jetzt bitte? Du, ich war noch ein Sprung in der Trafik, schauen wir ein Geschenkspapier. Sie haben kein Gescheites gehabt. Keine Kursbackscheine mitgebracht. Hast du dir daran gedacht? Mit was auch? Helga! Helga! Die Resetante bekommt heute einen Gutschein von uns. Und den schreib ich und du! Mit der zu Tode beleidigten Helga. Mal dann unterwegs auf vom ersten Bezirk auf die Mara überstoßen. Normal brauchst du keine 20 Minuten. Ah, dreiviertel Stunden. Weil sie sich können, sie sind so blöd in diesem Land, sie können nicht Auto fahren. Ja? Bitte, sie glauben, es liegt ein bisschen Schnee und sie rutschen die Volltrotteln. Ja? Ich mit den glatzenden Sommerheilen super. Ja, Achtung Autofahrer, Achtung Autofahrer, eine Meldung betrifft der Zufahrten zur Shopping City Süd. Ich darf mir jetzt gerne vor ein fahrendes Auto schmeißen, es gibt aber keine fahrenden Autos mehr. Das will uns ein Ö3er. Ja, da. Das war deine Idee mit den Zwischenmusiksachen dabei, die Applause. Ja, du zahlst mir das Taxi. Claudia Kass, Idee. Ich erinnere mich von Trotto. Aber sehr gern. Na, mir geht's super. Du darfst einmal Hüferstraßen. Du hast bei mir bewegt wenigstens was, der Sprung in der Scheibe. Helga. Hörst auf zum Weinen. Ich möchte mich entschuldigen bei dir. Wir sind voll den Nerven durchgegangen. Oder weißt du, wie es ist? Ich meine, vor Weihnachten staut sich auf, die Vorweihnachtszeit, das ist.
Und irgendwann halt, mir tut es irrsinnig klar, dass ich es auf dir auslassen habe, aber man, wenn die Kinder bei der Oma sind, du weißt ja, was mache ich denn ohne dich, ha? Du, ich hab dir lieb. Ha? Ist mir da gut? Ja? Dickes Bussi? Ja? Okay, Bussi was. So, jetzt sind wir beim Erzmanski. Holst du das Geschenk für mich? Von mir bekommst du einen Gutschein. Und ich fahre jetzt auf die Hütteldorfer, hol den Hurlski-Dachträger für die Kinder. Ich brauche nochmal 5 Minuten, rechne mal ein bisschen was dazu. Okay, 1,5 Stunden, Helga. Treffen wir uns da, ja, da beim Erzmanski beim Wunschstandl. Und ich flehe dich an, steh da. Helga, ich krieg da keinen Parkplatz. Die lünchen mir in zweiter Spur. Also wenn du nicht willst, dass dein kleiner Kali hier viergeteilt vom Herzmanski liegt, steh's einfach da. Okay, gut, tschüss, Papa. Bin gleich da. Gleich sehen wir uns. Ja, tschüss, Papa. Normal brauchst du 5 Minuten auf zum Forstiger. Nach einer halben Stunde war ich 3 Autos und 1 Smart weiter. Was habe ich verbrochen? Und ich sterbe auf der Stadt Zügel und ich warte, dass die Ampel auf grün springt. Das ist ja einfach, aber nein, ein super Start. Fast kein Schlupf auf die Raffen. Ich nagel die lange Stadt Zügel, die 4 und ich sehe, ah, da vorne geht's rechts. Na klar, wo ist es uns hingehen heutzutage? Und dann kommt die wichtigste Stelle im Leben von einem Autorennfahrer, der Bremspunkt. Das ist die Stelle, wo du ganz genau weißt. Wenn du da nicht bremst, dann stirbst. Und genau an der Stelle darfst du bremsen. Weil wer bremst, verliert. Und da kommt mir mein Traum drauf, dass ich sowieso nicht bremsen könnte. Weil mich kann man nicht bewegen. Darum kann ich nicht lenken, darum ist mir scheißegal, dass es nach rechts geht. Weil ich fahre eh gerade weiter. Ich fliege aus wie die Körbs. Durch die Schulter und ich detoniere mit vollen Höhe, ungebremst in ihrer harten Betonwand. Und oben beim Forstinger kein Parkplatz, weil sie Volltrottel sind, gerade in zweiter Spur von schwarzen Opel kriege ich was. Ich renne rein zum Forstinger, werde überfallen vom Garfield, denke mir, okay, wurscht, war ja ein Wunder gewesen, weil da irgendein Scheiß passiert, ja. Dann endlich, die hat sich geschlichen, ich alles beieinander. Mein Binoklader wunderbar schön in der Hose stecken und auf einmal kommt er wieder zurück. Er steht wieder beim Forstinger, der Garfield, mit der Pumpgun im Anschlag. Wem gehört der Golf da draußen von der Tür? Und ich denke mir, um Gottes Willen, jetzt hat mir der Garfield mein Auto auch noch. Du stehst in zweiter Spur mit dem Golfhäusl von meiner Opel. Muss man wirklich von einem Wagen Opel vor der Golfhäusl sagen lassen? Und ich bin auf den Garfield zugegangen, habe in seinen regungslosen Garfield reingeschaut und hat zu ihm gesagt, bin schon weg. Und dann bin ich gestanden, ich und der Verbrecher der Schmaltür vom Forstinger. Ich spüre den kalten Hauch der Pumpgun auf meinen Nieren. Und auf einmal kriege ich Todesangst, weil man denkt, um Gottes Willen, hat der das jetzt riecht? Und nur durch eine Lichts konnte ich den Verbrecher täuschen. Dann ist er geflüchtet. Und ich nehme diesen Skidachträger, richte meine Professorenschaft auf mein Auto ein. Ja, das gefällt mir. Scheiße, ich bin seit einer Dreiviertelstunde überfällig beim Herrn Zwanski. Aber noch ein Überfall, darf man überfällig sein, ist eine kleine Ausrede. Und ich bin alle Gesetze brechend. Die der STVO und die der Schwerkraft. Bin ich zum Herrn Zwanski. Und meine Frau, die Helga, sie steht natürlich nicht mehr beim Herr Zwanski, beim Bundstandl. Sie latscht dort, weil sie nichts vertrag. Hört sie, die haben den Turbo-Bundst, kennst du das? Und dann war ich unterwegs mit einer blunzen, fetten Frau. Unterwegs Richtung Shopping City Süd. Und auf der Auffahrt, also auf der Aufsteh zur Südautobahn, ist da die Helga nicht mehr eingeschlafen. Genauso wie damals die Astrid. Nur die Astrid hat damals diese langen blonden Haare gehabt und dieses Stretchglal, dieses Verschwitzte und was ist alles ein bisschen so durchgedruckt, weißt du, die Partie so. Und einen Fingernagel habe ich angebrochen gehabt im Gefecht und Zorn genutscht und so weiter. Ja, er war fies, ja, so. Ja, es war so. Oh, die Helga sitzt in mir mit dem Kurzhaarschnitt.
mit dem selbergenannten Fließpullover, mit der sandbeigen Schnittelsamt und mit den Öhrschuss. Und ich sitze nicht mehr in einem GTI, ich sitze in einem weißen Dieselgolf mit Alufelgen und Flamingo-Designstreifen. Und da wird mir bewusst, am letzten Samstag vor Weihnachten, auf der A2 der Süderbahn, dass meine Wüden ja vorbei sind. Was war ich für ein Wüderhund? Wenn mich einer gefragt hat, hey, ja, die meine, komm her, was brauchst du auf 100? Ich habe gesagt, 4,90 Hunden passt. Bei mir heute einer fragt, sage ich, 4,1 Liter auch in der Stadt. Und ich kriege auf einmal furchtbare Angst, dass das so ist, dass es so bleibt. Das Einzige, was mein Leben noch ändert, ist die Form vom Fließpullover von der Helga. Vielleicht mein Dreiergolf, eine andere kleine Variante, weil. Ja, wenn wir die Radl mitnehmen für die Kinder, da wollen wir einkaufen fahren zum Bam. Bam. Und da beschließe ich am letzten Samstag vor Weihnachten im Schneegestöber auf der A2 der Südautobahn, dass ich mein Leben was ändern muss. Ich tue es ganz einfach. Ich muss diesen Schritt setzen. Ich kaufe mir den Mercedes. Ich kaufe einen Mercedes. Ja, du, wenn die Leute so deppert sind und glauben, nur wer einen Mercedes hat, ist er wer, kaufen wir halt den Mercedes. Ja, du hörst, ich kann leben damit. Wieso muss ich jetzt von mir rechtfertigen, warum ich Arsch auf einmal in einem Base-Battle sitzen will? Ja, überhaupt nicht. Wieso kann man das nicht mehr zeigen heutzutage? Ha? Ha? Wieso nicht? Was für ein fleißiger, vernünftiger, anständiger, fantasieloser Sockenmeister, der sich einen Mercedes kauft. Ich will einfach nur, dass wir Leute auf der Straße beachten, dass sie mir zuwinken. Jetzt glaube ich, ich bin ein Taxi. Nein, ist privat, Männer, privat, Männer, privat. Ich will einfach nur ein Mercedes haben! Danke, Schicksal. Danke, Leasingfirma. Und das ist was anderes. Da können Sie alle reden, was wollen. Du sitzt drinnen und du freust dich. Auch im größten Stau. Weil da quietscht nichts, da zieht es nichts rein, da schäbert kein Maturenbrettl. Es ist alles elektrisch verstellbar. Fensterheber sowieso. Eure Armut kotzt mich an! Mein Sitz ist elektrisch verstellbar. Viere, hintere, auf, obi, aus. Und da sitzt mehr Kilometer um als mein Auto. Ich war an Tempomaten, den Schleimstau auf Null und er fährt Null. Und die Sicherheit von meinem Mercedes? Wollt ihr eine Leistung schauen von meinem ABS? Auto bleibt Stehensystem für die Schneewittchensammler. Und. Okay, spiegelglatte Süderbahn Schneegestöber. Vor mir im Stau ein Wartburg. Ein Wartburg mit ungarischen Kennzeichen blockiert mir die Zufahrt zu meiner Zubettetität. Und der Wartburg hat beide Raffen um. Kotflügelverbreiterung und einen Spoiler hinten um. Diese zurückgeblieben an diese primitiven Ost. Ich war jung, ich war nie ein Ungar. Und jetzt rollt der Wartburg ein Stückchen 4 im Stau und ich hänge mich an mit dem Tempomaten 11 km/h, aber was geben wir Stoff? 17. Und jetzt bleibt der Wartburg vor mir im Stau stehen. Stay cool. Geht schon nicht so gerne mit dem bloßen Gesicht beim Bayern nicht bigger hinten raus. Geht euch der Arsch auf Grund aus? Hier kommt der Stern. 5, 4, 3, 2, 1, Break. Zagunga. Und bitte, Mercedes steht. Karl steht, Helga steht. Nur der professorisch montierte Skidachträger, der steht nicht. Der fährt circa mit Warp 9 dem Wartburg ins Pionierbegal. Zertrümmert Eckscheim, 27 einer, Hupfer auf die Süderbahn. Der Helga hat einen Schock, rennt auf die Straßen, entschuldigt sich bei den Ungarn, dass sie einer hinten reingefahren ist. Ist die deppert worden, meine Alte? Ich nehme einen kräftigen Schluck. Vom Türschloss in Eiser. Ich hab's falsche Flasche.
Haschel erwischt. Da waren sie alle da, Feuerwehrunfallkommando, Rettung, ja. Alle kreuen so um, die Helga führt sich furchtbar peinlich auf beim Alkomaten. Lass es, meine Frau, die ist blutzig fett, lass es dir. Geh weg, Helga, schnell weg. Heute schmeckt der, ich bin gefahren, darf ich nicht die Fahrzeugpapiere geben. Was haben wir denn getrunken, Herr Opel? Was, wir beide miteinander oder nur ich? Von Ihnen weiß ich es nicht, aber ich hab nichts getrunken. Ich hab nur einen kräftigen Schluck genommen von meinem Türschloss in dieser Potzenjahrgang. Und dann habe ich in der Helga am letzten Samstag vor Weihnachten, haben wir dann endgültig, haben wir unseren Führerschein abgegeben, ist uns eh lieber, brauchen wir nicht mehr mit, in die Shopping City. Und ich bin entlang an den Stau Richtung Shopping City Süd, weil ich wissen wollte, warum der Stau ist. Und dann habe ich es gesehen, zwischen Leoberstorf und Wöllersdorf, liegt der Volltrottel am Dachl mit seiner Schüssel. Ein schwarzer Einser geht die solche Bocker da oben, Bayonet-Biegel hinten, Spoiler vor und Spoiler hinten. Was macht mein Auto auf der Südautobahn? Und was erzählt er die ganze Zeit für einen Schaden? Aber ich war vorhin. Zwei Wohngänge von Manta. Kein Spaß. Ich hab dem Ocknummer zwischen Leoberstorf und Wöllersdorf zwei Wohngänge. Es ist so, wie wenn es bei einem Marathon laufen über rund ist. Und dann bin ich gegangen, ich hab Sprit, vor kaum geht der Schokolik mit der kalt auch. Ich war eh vorhin, passt. Oh, Scheiße. Wie ich auf gleicher Höhe bin, hab ich schon gemerkt, da hat's was. Und wie ich vorhin war, macht ein Chevron und dann hat irgendwas blockiert. Oh, ich hab gleich reagiert. Überschlagen achtmal. Nach dem siebten Mal ist der eh wurscht. Da bin ich gleich raus, weil ich gesehen habe, es ist eh praktisch nichts passiert. Ich habe mir noch die Hosen oder was und den Schuh halt hingemacht. Habe einen Kanister gepackt und so. Ich wollte noch der Astrid eh sagen, dass er sich keine Sorgen macht, weil ich eh gleich komme. Ich hole ihn noch neben der Zeh, aber die Astrid, die war nicht mehr in meinem Auto. Die dürfte schon früher irgendwo einmal was aus. Die hat auch kein Glück mit ihrer Hammer. Scheiße, ich hab das Auto zusammengehauen. Wie soll ich das zahlen? Scheiße. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich erwachsen wäre, was? Ich hab meine Wüden ja gehabt, ob sie überlebt, sind wir froh. Ich mach meinen Ingenieur. Ja. Ich sag mal, Leute, die Hocken und die. Ich suche mal eine kleine Frau, vielleicht nicht mit dem Raul, das war eine Alternative zu Helga. Mit den Eltern muss ich mir auch aussehen, und die machen es immer so, wenn ich unterwegs bin mit dem Wagen. Es wird mir schlecht, einer von dem Scheiß, Vorsicht. No. Herr, ich bin nicht Schneewittchen, was ist da jetzt? Na, das ist, weil ich so müde bin, das ist es. Feuchtigkeit auf der Stelle einschlafen. Ich darf aber jetzt nicht einschlafen. Weil wenn ich jetzt einschlafe, dann traue ich sicher einen Blödsinn. Da traue ich mich sicher, dass ich ausfliege über die Körbste und die Schulter. In der harten Betonwand detoniert. Den weißen Mantel kommen auf mich zu und ich hab's Glück, weil mir tut nichts weh. Sie zahlen mir ein in die Boxenstraßen. Da kommen eh schon die Nächsten entgegen, den weißen Mantel. Und zahlen gerade den Nächsten, der crasht das da mir aus auf die Strecken. Den kenne ich. Der hat einen CRX gehabt.
Jetzt weiß ich endlich, wer ich wirklich bin. Ich bin ein Crash-Test-Dummy geworden. Kommt Dummy eigentlich von Dummy? Die erste Zeit war ganz schön hart. Aber jetzt mit dem Airbag und mit dem Seitenaufprallschutz. Es ist wie gespielt, Sina. Und ich bin eigentlich sehr, sehr stolz auf das, was ich tue. Ich bin einer von denjenigen, die sich heutzutage in der Hocken noch wirklich da stößen. Und jetzt tragen sie mich dann wieder zurück in mein Zimmer. Checken wir es durch, was da so eben ist. Und dann werde ich wieder repariert. Und ich muss warten, bis ich wieder draufkomme. Das einzige Öde an meiner Hocken ist, dass es oft so lang dauert, bis ich wieder fahren darf. Dann liege ich da in meinem Zimmer und denke mir, jetzt war klasse, ein kleines Schlaferl. Aber ich traue mich nicht einschlafen. Weil ich Angst habe, dass ich einen Blödsinn traue. Dann traue ich nämlich immer, ich stehe irgendwo im Fenster, habe zerfetzte Hosen an, habe ein ähnlicher Brünn auf und einen leeren Benzinkanister in der Hand. Und ich stehe da und ich warte, dass irgendwas passiert. Und auf einmal geht das Licht an. Und ich stehe mitten in der Stadthalle. Und ich denke mir, pfau, urg. 8000 Leute schauen mich an. Und sie lachen mich aus. Und ich verstehe das nicht. Ich schaue mir die Leute an. Und ich sage zu. Da ist jetzt überhaupt nichts lustig. Mir ist es eine große Freude, zwei Benzinbilder hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Benzinbilder deswegen, weil es schon waren, wie es noch gar nicht gegeben hat, die Benzinbilder. Und beide haben sie eigentlich eines gemeinsam, erst einmal Benzin im Blut und zum Zweiten waren sie mit ihrer Kunst diesem Lande immer schon um Lichtjahre voraus. Bitte begrüßen Sie mit mir den Maler Knut Tiroch an der Love Machine in Town Supermax. Yeah.
Diese Stoppen stand an Vorder und Zylinder auf Vorder, hat doch heute einen Sexkomplex. Wollen Sie mir noch einmal den schwarzen Strick von meiner Haustür machen, ja? Dann aber dann bin ich unten. Oder nein, ich hole den Fuchs drauf, noch besser. Haha. Ja, meine Sprit fahren Sie aber keine Promenierrouten, das sag ich Ihnen gleich. Da ist ein 50er, Ortsgebet, Richard. Schlacht euch mit dem Arme Gräbe, unsere Straße ist kein Heimweg. Schlacht euch mit dem Arme Gräbe, unsere Straße ist kein Heimweg. Got a lot of cars on the streets today. Not compared to mine. My supercharger is 671 for the chrome left side. Ja, das Chrome, das kennst du blick. Aber ja, Kraxe stick. Aus dem Auspuff laut und deutlich. Und darüber rennt der Leute. My rubbers are burning. Oh no, I'm good. High compression going through my hair. So give me 7000 RPM. I turn into a mega grand. Ja, Mutter. Mit sowas Pumpen sind Texas wahrscheinlich die Synchromat. Den Bob Marley kennen Sie noch halten. Ich glaube, wir haben zu Hause genügende heimische und hervorragende Musikanten. Und da können Sie an Tausende nennen. Von Mane Vollert. Und morgens wäre ein Gitarren-Einzelspiel. Ein Gitarren-Einzelspiel. Sie wollen so gut. Jetzt schaut's jetzt so langsam, jetzt spielen sie endlich. Na ja, die Mann, ich will so umfährt. Ich bin nicht derselben Meinung.
Na, Burschen, ja, da will mir die Pole Position. Einfach in der Qualifikation nichts geschissen. Alle stehen uns heute hinter meinem Poli. Na ja, sind wir zufrieden. Auch mit meinem Wagen. Goldmedalisieren. Ist das nicht schön? Bad Banana Racing, powered by Chiquita. Hubraum haben wir knapp 5 Liter. Fahr das Rest auf wie eine Rakete. Vielleicht sollte ich kurz beten. Meditieren. Aber nichts da. Einfach nur konzentrieren. Das wäre immer nett von mir. Ich schaffe ein bisschen. Man spielt die Ampel endlich auf Grün. Mein Name ist Fischer. Joe Ich habe immer protestiert, habe ich fest ins Auto investiert. Viel Geld, naja, ein gutes Fuhrwerk zählt. Schön straff, schön hart, nicht auf bequem. Ach, viel der Gutschneide. Ein bisschen zwickter Sitz. Hey, was war da? Was war da für ein greller Blitz? Scheiße, Radar! Blödsinn, sind nur die Nerven. Heute dürfen wir alle fahren in den Ohren. No speed limits. Und der Blitz? Sind nur die Journalisten mit dem Fotoapparat? Tut mir leid, meine Herren. Später gern. Dann machen wir einen Wordrap, eine Fotosession, vielleicht sogar ein Siegerinterview. Aber jetzt lasst es mich einfach nur in Ruhe. Ich muss mich nämlich konzentrieren. Ich meine, wir wollen ja heute nicht verlieren. Ich hoffe, mit ein bisschen Mühe. Und spielt die Ampel endlich auf Grün. Schau lustig, meine Fans, alle sind vom Motorsport besessen. Aber ich sollte den Trubel jetzt an mir ein bisschen vergessen. Hey, was war da? Wer schwillt denn da mein Wagen? Schwer zum Sagen. Die sind nicht von der Welt. Bist du deppert, bist zur Unkenntlichkeit entstellt. Die haben alle keine Gesichter, nur so Söhne hören. Wer Satz denn ist? Elends? Na Spaß, ich kenn's, meine Mechaniker. Kommt mir fast vor, wie wenn da ein bisschen eine Panik war. Die Crew ist noch nervöser als wie ich. Und die Security wird die Fans zurück. Jetzt gibt's kein Autogramm, das können wir nachher haben. Hi, Babies, mein Gott, wie das schießt. Rund um ihn Mörderhasen. Da macht es Orgasen an Spaß und an Sinn. Ich spür's, dass ich jetzt gewinne. Aber vorher konzentrieren. Ich will halt nicht verlieren. Ich schaff's mit ein bisschen Abwehr. Und springt die Ampel endlich auf Grün. Zweiter Platz ist der erste Verlierer. Na gut, ich hab noch mal keinen Genierer. Das war eine Chance. Der Teamchef, der Herr, der im schneeweißen Gewand, tritt auf mich ein. Beruhigend,
gesagt, das soll sein. Geh bitte heute pappen. Denk ich, es wird schon klappen. Heute schenke den Gegnern ein Lächeln, wenn sie hinter mir hecheln. Am Bremspunkt noch nicht die Bremsbacken gewöhnen. Na, Augen zu und zählen. Ganz cool, ganz langsam bis fünf. Eins, drei, fünf, bremsen. Und ausbremsen sind's die Hosen, Scheiße. Was bitte? Na danke, na, ich brauch keinen Tranquilizer. Na, 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 lass mich. Ich muss klar sehen, nicht jetzt umeinander überlegen. Konzentrieren, heute darf ich nicht verlieren. Das schaffe ich mit ein bisschen Mühen. Wann springt die Ampel endlich auf grün? Das heißt nicht Fuhrverbot, das heißt Bereitschaft. Wenn's einer heute schafft, mir die Gurken zu geben, dann haus ich Lutschka für den Rest von meinem Leben. Ein kurzer Blick in den Rückspiegel, jetzt bin ich im Wiegel und Wogel. Da steht keiner hinter mir. Na, mir kommt vier, die halten mich zum Norden. Ist es da ein Einzelzeit vor. Plötzlich bin da ganz allein. Kein Teamchef, kein Mechaniker. Nicht einmal mehr meine Fans. Babys, wisst ihr, was es mit Kind? Oh nein, da ist einer. Ein ganz kleiner. Hey, komm her. Komm her, du Pingel. Der wird bekannt machen. Das ist mein Schutzengel. Na gut, mit meinem Schutzengel kann mir nichts passieren. Da kann ich praktisch nicht verlieren. Also, dass er da ist, das tut mir schon. Aber warum hat er so feuchte Augen? Hey, bleib da. Bleib bei mir, damit ich nicht verliere. Okay, na gut, okay, gut, dann geh da, Trampe. Also Moment, er geht wieder zur Ampel. Mein Schutzengel betätigt heute den Knopf. Schüttelt nur kurz den Kopf, bevor sie konzentriert. Er weiß, wer heute verliert. Jetzt geht's noch sein Willen. Und die Ampel ist jetzt grün. Entschieden. Hallo. Servus. Wird länger dauert. Passt schon. Passt schon, waren so viele Leute. Aber lustig war es auch jetzt, haben wir gehabt. Ja?
Wo fahren wir hin, zu dir oder zu mir? Du, bei mir ist blöd, weißt du, der Wolfgang ist daheim. Ach so, na, wenn der Wolfgang daheim ist, fahren wir lieber zu mir. So. Hopp. Ja, ja, komm gleich. Bewusstseinserweiterung, meine Herren. Ganz wurscht, was umsteht. Ganz wurscht, wie viel PS das hat. Es ist immer nur ein Blechhaufen mit Rauen. Wiederschauen.